Ich würde euch gerne heute Tanja Winkler vorstellen. Tanja ist 25 Jahre, aktuell Nummer 90 bei den Damen in Deutschland. Tanja, wie lange trainierst du schon hier bei der FLTA? Circa 4 Jahre. 4 Jahre. Und wie war dein damaliges Ranking ungefähr vor 4 Jahren? Zwischen 200 und 300. Okay, und in welchen Umfängen trainierst du hier bei uns? Also wie häufig kommst du in der Woche? Trainierst du den ganzen Tag oder wie ist das genau? Also ich komme meistens vormittags 1 bis 2 Mal. Okay, und ist das irgendeine Form von Einzeltraining bei uns oder? Nee, ich habe immer Teamtraining. Okay, also du spielst mit unseren Spielern, wer immer auch da ist. Okay. Ich kann mich noch gut erinnern, wie du damals gespielt hast vor 4 Jahren. Kannst du dich auch noch ein bisschen erinnern, wie du damals gespielt hast, als du hergekommen bist? Ja, sehr glatt, ohne Spin, mega ausgeprägt. Ja. Und immer viel Slice, kann ich mich erinnern. Genau. Du hast ein gutes Händchen. Und hast dann immer, ich sag mal, sobald der Ball mal so einen Meter weg war, hast du immer zum Slice gegriffen früh. Ja. Wie sieht dein Tennis heute aus? Heute mehr Spin, mehr Kontrolle. Ich spiele nicht mehr gleich den Slice, wo, wenn der Ball 1 Meter neben mir ist, sondern vielleicht nur in Notsituationen. Okay, also kann man sagen, dass sich dein Tennis innerhalb von den 4 Jahren nicht nur optisch verändert hat, sondern auch, dass du erfolgreich geworden bist? Ja, man sieht auch an den Ergebnissen, dass es deutlich besser geworden ist. Ja, du bist ja hier reihenweise unsere Turniere hier am Wochenende. Wie viele Turniere hast du jetzt am Ende schon gewonnen? 4. 4 Damen-Turniere. 4 von 5. 4 von 5. Das ist eine ganz gute Quote, ja. Okay, Tanja, dann vielen Dank für das kurze Gespräch und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder zu uns kommst. Ich mich auch.